Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. In dieser Folge möchte ich euch nochmal auf den, Fill-Style-Befehl verweisen, beziehungsweise Stroke-Style könnte hier genauso stehen, wie man hier Farben zuweist, welche Möglichkeiten es dort gibt. Und da haben wir vier Möglichkeiten, die zeige ich euch gleich. Bei der einen Möglichkeit, hier etwas zuzuweisen, kann man auch die Transparenz setzen. Auch das hatte ich euch schon mal gezeigt. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Transparenz zu setzen. Und das macht man mit Global Alpha. Und das zeige ich euch auch in diesem Video. So, wir gehen in unseren Skriptbefehl hinein. Und ich habe die Möglichkeit, wenn ich eine Farbe zuweisen will, erstmal die CSS-Namen zu verwenden. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt die Füllfarbe Peru haben. So. Das Peru ist eine Farbe, das ist so ein leicht rötliches Braun, rötlich-grün, also so ein bisschen, naja, also muss man sich ansehen. Ich kann das nicht so gut beschreiben. Das wäre die eine Möglichkeit. So, die zweite Möglichkeit, es gäbe genau die gleiche Farbe, ist das mit Hexadezimalzahlen zuzuweisen. Und das macht man mit einem Hashtag vorher und dann kann man groß oder klein schreiben, das ist in diesem Fall egal. Und der Hexadezimalcode von Peru ist folgender CD853F. Das ergäbe genau den gleichen Farbton. Die dritte Möglichkeit besteht, dass über den über einen RGB-Code zuzuweisen, da schreibt man hier in die Zuweisung hinein, in die Anführungsstriche hinein, schreibt man dann eben den ganz normalen RGB-Code. So den, Klammern auf, Klammer zu, und zwar ist der 205,133,63. So, das ist die dritte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit, das ist das Ganze zuzuweisen mit einem RGBA-Code. Und da ist, da gibt man vier Parameter und der letzte Parameter, der bezeichnet dann die Transparenz, der ist normalerweise 1, also ganz opak, keine Transparenz. Aber wenn ich zum Beispiel hier reinschreiben würde, Komma 2, dann hätte ich eine 80-prozentige Transparenz. Ja, so. Und das macht eben der kann man mit diesem RGBA-Code machen, wo man vier Parameter übergibt. Will ich die Transparenz im Laufe des Programmes ändern, dann kann ich auch den anderen Befehl benutzen, eben jenes Global Alpha. Und kann das zum Beispiel auf die Hälfte setzen, also auf eine 50-prozentige Transparenz. So, und wenn ich das jetzt zum Beispiel mir auf den Bildschirm bringen lassen möchte, dann kann ich das folgendermaßen tun. So, ich mache mir jetzt hier mal eine Vorschleife vor. I ist gleich 0 und I ist kleiner. Kleiner gleich 10. Und dann soll I immer 1 hochgesetzt werden. Dann setze ich mir hier oben erstmal, nee, das mache ich jetzt nicht, ich setze mir hier rein die Transparenz.GlobalAlpha ist gleich i
mal. Und jetzt muss ich das im Prinzip ja teilen, also weil das bis 10 hochgezählt wird. Ich mache mal i, obwohl das darf ich jetzt nicht. Das ist auch nicht besser. Gut, werden wir gucken, ob uns das einen Fehler ausmacht. Also eigentlich i geteilt durch 10. So, und dann mache ich mir ein, lasse ich mir ein Rechteck ausfüllen, und zwar an der Position 10 plus i mal, ja, machen wir es ein bisschen schöner, mal 20, ein bisschen größer meine ich, dann ein y-Wert 20 und dann immer die Breite auch 20. So. Und dann sollte er mir die Rechtecke nebeneinander gesetzt in verschiedenen Transparenzen ausgeben. Und zwar, weil wir die Farbe noch nicht geändert haben, mit der Farbe Füllfarbe Peru. So. Das wollte ich euch jetzt eigentlich gar nicht zeigen, weil gedacht habe, naja, das erklärt sich von selbst nach all dem, was wir gemacht haben, weil jetzt muss ich eben doch mal zeigen, dass das so funktioniert. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertippt. Nein, ich habe mich nicht vertippt, und ihr seht, es gibt hier eine Art Farbverlauf, weil ich eben tatsächlich oder das Auge, das schon anfängt zu verschmelzen. Es gibt eine Art Farbverlauf, die von einem ganz leichten bis zu einem satten, relativ satten Farbton führt. So. Und ja, irgendwie ist das aber noch nicht so der richtige Farbton, den ich eigentlich haben wollte. Gucken wir, nehmen wir einfach mal i, ob das irgendwas ändert. Ja, das kommt immer davon. Also, das sollte eigentlich ein schönes, kräftiges Braun sein. Aber das macht der nicht. Nee, und der setzt mir hier gar nichts hin. Da bin ich jetzt so ein bisschen enttäuscht. Das i mal Komma 1. So, ich nehme mal hier die ganzen Sachen raus. Es kann nämlich sein, dass da durchaus irgendwas noch interveniert oder einwirkt. Und das kann man dann natürlich. Ja, genau so sollte es sein. Ne? Also das ist jetzt hier der Farbton. Also aus irgendwelchen Gründen ist jetzt, das müsste ich jetzt nochmal nachprüfen, warum das so ist, ist der Alpha-Wert, den ich vorher gesetzt habe, ist dann mit in die Schleife übernommen worden, obwohl ich hier ein ganz unbedingtes, eine unbedingte Zuweisung gemacht habe. Und das heißt, man sollte vorher irgendwie gucken, dass man sich diese Schleifen beziehungsweise diese Farbzuweisung, dass man die, guck jetzt noch mal, ob man das irgendwie anders machen kann, dass man die auf, ja, gucken wir mal, ich schauen wir mal, woran das liegt. Ich setze das jetzt hier mal in Kommentar, dieses Global Alpha gleich 0,5. So, mal gucken, ob wir irgendwo den Fehler finden. So. Ja, und ihr seht, jetzt wird es wesentlich dünner. So wollen wir das nicht haben. Und jetzt setzen wir das hier mal in Kommentar. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Gucken wir mal, wenn ich das auf 0,1 setze, dann müsste dann ganz dünn gesetzt werden, ob das dann irgendwas macht. Nee, das macht nichts. So, und offensichtlich liegt das hier an diesem RGB-Befehl, dass er eine wichtigere Transparenz setzt. Als der Global Alpha-Befehl. Also er setzt sozusagen die Hintergrundfarbe, und dann wird die Vordergrund oder die Farbe, wenn ich da hinten eine noch eine Transparenz draufsetze, wohl mit dieser Transparenz multipliziert oder addiert. Und dann ergibt das dann keinen schönen Farbverlauf. Okay.
Und hier seht ihr auch, ich habe das Global Alpha hier ganz klein gesetzt. Hier ist aber mein Global Alpha hier hinten auf 1, also voll opak, keine Transparenz. Und dann funktioniert das hier auch mit der Darstellung, mit der Zuweisung des Global Alphas. Und bin mir ziemlich sicher, wenn ich das hier auf 0 setze, dass ich dann gar nichts sehe. Das probieren wir jetzt auch nochmal aus. Ja, und ihr seht, jetzt zeigt er gar keine Farbe an. Also er zeichnet zwar, aber mit einer hundertprozentigen Transparenz. Und damit haben wir hier unseren kleinen Übeltäter. Von vorhin haben wir festgestellt, dass eben tatsächlich dieser RGBA-Befehl, der eine Hintergrundfarbe setzt mit einem eigenen Transparenzwert, der den anderen Transparenzwert, den Global Alpha-Wert, einfach auch überstimmt. So. Gut, das vermeiden wir, indem wir eben tatsächlich überall, wo wir die Transparenz verändern, nicht diesen RGBA-Code verwenden, sondern den RGB-Code oder einfach hier auch diese Anweisung von Farbnamen. Und damit haben wir dann die ganze Sache aus der Welt geschaffen. Gut, so, ihr könnt die Sachen übereinander zeichnen. Das könnte ich euch vielleicht jetzt auch noch mal kurz zeichnen. So. Wenn ihr das gemacht habt, dann könntet ihr zum Beispiel, ja, setzen wir nochmal das Global Alpha auf. Auf 0,2 und dann vielleicht auch nochmal red.fill style. Und dann nehmen wir mal Orange. Und wenn ich jetzt red.fill rect mache und lasse das bei 10, 10 und dann, wie viel ergibt das? 220, naja, die Höhe ist jetzt anders. 40 und dann 220. So, und dann müsste das transparent darüber gezeichnet werden. Ja, genau umgedreht, wie ich es haben wollte. Entschuldigung. Klar, ist ja der X-Wert, der verschoben wird. So. Ja. Gut, und jetzt seht ihr also das orange Rechteck, das wird über unseren Farbverlauf gezeichnet. Ich sehe den darunter noch, aber wir sehen auch, dass der leicht überdeckt ist. Ne? Das seht ihr dann hier hinten auch dran, weil das jetzt nicht kräftig überdeckt wird. Ist das nicht deutlich zu sehen. Das kann man jetzt auch nochmal vielleicht ändern. Ich lasse ihn mal ab 30 zeichnen und dann ja, 40 und dann mache ich mal den Farbverlauf auf 0,5, also auf die Hälfte. Da kann man es dann wahrscheinlich besser dran sehen. Oh! Was tue ich? Ein bisschen X-Wert, Y-Wert versetzen. So. So. So ist es besser zu sehen. Ne? Also ihr seht im Hintergrund, der Farbverlauf, der ist noch sichtbar, aber es wird überdeckt. Die Transparenz ist da. Und das seht ihr hier auch an der Kante, die hier gezeichnet wird, die unter dem orangenen Rechteck auftaucht. Und damit kann man eine ganze Menge machen. Gut, das war jetzt ziemlich viel, auch ziemlich durcheinander, dafür entschuldige ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch Möglichkeiten, die Linie, den Stroke zu verändern. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!